Bestimmt kennt ihr diesen Charakter. Er ist einer der berühmtesten der Star Wars Saga. Ja, Clara, es ist Han Solo. Wisst ihr, warum er so angezogen ist? Nein, nein, er hat die dunkle Seite nicht überquert. Aber ich weiß, während er im Krieg der Galaxien war, in seinem ersten Film, danach hat er sich umbenannt, jedenfalls in diesem Film hat er den Totenstern entdeckt. Er ist ein richtiger Sturmtrooper. Auf der Hinterseite wird alles genau erklärt. Siehst du, der 1000-jährige Falke ist verpflichtet, auf dem Totenstern zu landen nach der Schlacht. Und hier siehst du eine Szene, wenn Han Solo sagt, bringt sie mir, ich bevorzuge es, ihnen ins Gesicht zu stehen, als mich zu verstecken. Aber er sagt das natürlich viel cooler. Han Solo ist eine Puppe für Sammler, obwohl du kannst auch damit spielen, wenn du 4 Jahre oder älter bist. Hier steht es. Der Anzug von der Sturmtroopers ist toll und alle ganzen Zubehörteile sind enthalten. Der Helm und auch die Waffen. Wie wär's, wenn wir ihn aus der Schachtel nehmen, dann können wir ihn viel besser sehen. Und hier ist er, Han Solo. Ganz vorsichtig nehme ich ihn heraus und hier ist er. Jetzt können wir ihn viel besser sehen. Zuerst sehen wir uns ihn an ohne Helm, damit ihr sehen könnt, wie ähnlich er Harrison Ford sieht. Und jetzt geben wir den Helm hinauf. Oh, da kriege ich gleich Angst. Keiner weiß, dass Han Solo darunter steckt. Es wundert mich nicht, dass er den Totenstern entdeckt hat, ohne dass es jemand bemerkt hat. Also Han Solo erscheint in 4 von 6 Star Wars Filmen. Nach den ersten 3 Teilen erscheint er wieder im 7. Teil, das Erwachen der Macht. Da hat er mehr graue Haare, natürlich, weil es sind 30 Jahre vergangen, nachdem wir ihn zuletzt in der Rückkehr des Jedi gesehen haben. Die Macht des Bösen ist noch nicht zu Ende. In der 9. Episode von Star Wars befinden sich die Sturmtrooper auf einer Basis, die Erster Orden genannt wird. Und natürlich erscheinen auch Luke Skywalker und die Prinzessin Leia. So, aber jetzt, meine lieben Star Wars Freunde, jetzt muss ich gehen. Aber vergesst nicht, unseren Dadetti-Kanal zu abonnieren. Tschüss!